Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute mit Myers unterwegs auf Mutters Pausung. Mit den Perks. Verbittertes Gemurmel, Erregung, trifft deine Wahl und beobachten und zuschlagen. Und wir wollen doch mal sehen, ob wir hier nicht schon eine Claudette erwischen. Zack. Hat hier eins sogar geschlagen. Voll sneaky. Und sie rennt direkt ins Haus. Aber da ist kein Fenster. Und noch keine Tür. Da ist nichts. Ich kann nicht stalken. Hause, die Kacke. Hier kann ich nicht gut stalken. Gut. Da ist er. Ist in die Sackgasse gerannt. So, da ist ein Speziallager. Hier ist auch einer. Genau. Die wieder typisch, ne? Ich brauche plus zwei aufhängen. Und natürlich gibt es jetzt vier Opfergaben in diesem Spiel. So dass ein Haufen potenzieller. Da hinten sehe ich sie. Wenn alle darüber. Ein Haufen potenzieller Sirupsäfte einfach mal ins Klo runtergespült werden. Hallo, Kate. Boost, vermute ich mal, weil du gerade so schnell warst. Zack. Was macht die? Die rennt irgendwie übelst komisch. Über das Fenster. Wir können uns dorken. Gut gestalkt ist halb gewonnen. Palette weg. Ein bisschen daher gucken. So, sie rennt hoch. Und durchs Fenster durch. Gucken, ob sie gleich wieder rein will. Nö. Also, wollte sie vielleicht schon. Aber ich habe ihr den Weg abgeschnitten. So, wo ist denn noch einer? Da hinten. Das schaffe ich auf jeden Fall. Dank Erregung. Weil es gibt auch keine Obsession, also muss ich keinen Strike fürchten. Jetzt will ich mal hier auf den Berg und guck mal, wer hier oben war. Wer nicht mehr auf dem Berg ist, sondern jetzt hier hintergelaufen ist. Oh, Claudette. Die sind noch verletzt. Was ist denn dir los? Wurde es gerettet, aber nicht geheilt. Da habe ich euch eigentlich. Was war das, Nia? Was war das? Die ist schon trifft deine Wahl und läuft einfach so direkt ins Messer, während ich die Claudette trage. So habe ich trifft deine Wahl auch noch nie genutzt. Aber okay. Mir wird's recht sein. Meine Claudette. Alles gleich. Aber ich hole jetzt nicht mehr. Die hatte schon zu starkes Los. Mit trifft eine Wahl niedergestreckt werden, wenn der Killer jemanden trägt. Das ist schon zu hart. Ich dachte, sie bleibt noch sitzen. Tat sie aber nicht. Ah, nicht durchgesprungen. Okay. Moment, ich bin lang gelaufen. Oder? Ich höre sie aber auch nicht. Nee. Hier vielleicht? Auch nicht. Wo ist sie denn hin? Da hinten. Sind doch gerade die Raben nicht umsonst aufgeflogen. Wie ist sie jetzt denn da hingekommen? Die Raben sind aufgeflogen und sie ist ohne Rennspuren in die Mitte gekommen.
So, nicht auf Maximum stalken. Das wäre fatal, zumindest auf die Entfernung. Sie rennt hoch. Zack, habe ich dich vorm Fenster. Ich wollte es nicht, weil ein zweiter Generator wurde gemacht. Jetzt habe ich sie mitgekriegt. Ach, wenn man sich so gewundertmäßig umguckt wegen Barbecue, aber man hat jetzt mal gar kein Barbecue. Ach, der hinter dem Hügel wurde gemacht, wo ich die Klitte jetzt weggejagt habe. Bin gerettet, okay. Ist mir ja potenziell egal. Wo seid ihr hingelaufen? Ich sehe nämlich gerade niemanden. Meine Phase ist auch gleich zu Ende. Hab ich gerade jammern gehört? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall puppert hier kein Generator. Bin ich voll geheilt. Na, von mir aus. Der puppert auch nicht. Kein Generator puppert hier. Was ist denn hier los? Die müssen drei machen, haben fünf zur Auswahl. Doch, hier da oben puppert. Oh, der hat sogar so gepuppert, dass er die Kugel noch geknallt hat. Was ist denn mit mir? Jetzt fühle ich mich voll verunsichert. Die hat mich einfach so auf den Finger auf mich gezeigt. Man doch nicht, Kate. Einfach so mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Das ist unhöflich. Ich bin da reingerannt. Wieder rausgesprungen. Ich werde das stalken, solange ich noch kann. Okay, die ist voll. Sehe, dass ich mich an ihr satt gestalkt. Tja. Bei den Jagd plus 1. Dann brauchen wir nicht so viele Jagdpunkte. Kommst da hinten an den Special Haken. Einfach nur, weil er special ist. So, da hinten hat es geknallt. Da schlurft irgendjemand sehr langsam lang. Das war hier irgendwo. Und da hinten. Die Claudette. Noch jemand gerannt? Nee, ist kein Palette, das ist die. Mia. Und die Palette. Das will ich kaputt machen. Nur eine Palette, schmeißen die auch gleich um. Nee, die nicht. Okay, die hilft jetzt. So treten. Das ist doch die Mia, die mir reingelaufen ist. Hier irgendwo ist. Da ist Nia. Müllstorm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ah, ich sehe nicht. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, noch ein ganz kleines bisschen eigentlich. Habe ich die Palette kaputt gemacht?
Habe ich. Das Fenster? Ja, das habe ich vermutet. Palette umgeschmissen. Oh, die ist einfach weitergerannt. Weil die einfach am Anfang so kurz stehen geblieben ist. Aber egal. Die ist mir buchstäblich ins Messer gelaufen. Nein, 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 nein. Wieso ich die jetzt nicht fallen gelassen habe, weiß ich auch nicht, aber... Ich habe sie nicht fallen gelassen. Da ist die Vorletzte. Jetzt ist sie hochgelaufen und hochgesprungen. Mit Adrenalin. Egal, ich will jetzt das hier. Der hat auf jeden Fall kein Adrenalin. So, ein Tor ist da hinten, eins ist hier, wo ich stehe. In dem ist schon mal keiner. Muss man das sehen, wenn die Tor sind. Auf jeden Fall noch zu. Das ist immer gut. Ja, hier war auf jeden Fall jemand. Und ist weggerannt. Der letzte war hier. Da. So, die ist tot, wenn sie hängt. Also, wenn sie schlau waren, haben sie zuerst das Tor aufgemacht, bevor sie gerettet haben. Wenn nicht, wäre das ziemlich idiotisch gewesen. Ja, das Tor ist auf. Ja, sie hatten ja genug Zeit. Und wir können das Tor, wir können in Phase 3 kommen. So, da gab es noch ein paar Punkte fürs Stalken. Beziehungsweise fürs Phasenwechsel. Wieder ein Fläschchen, Fläschchen Nummer 8. Sehr schön. Pip, auch sehr schön. Die Punkte, Level up. Ah, die haben Insta-Heal. Ja, hier Adrenalin. Aber es hat ihr auch am Ende nichts geholfen. Aber die hat einfach... So schön, dass die mir einfach reingelaufen ist, während ich die andere getragen habe und nebenbei noch trifft deine Wahl aktiv war. Das war einfach so schön. Komm, schreib mal ein GG. Wir sind da. Sozial. Gut, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal so eine Situation habt oder was das auch schon mal passiert ist. Dass ihr einen mit trifft deiner Wahl erledigt habt, während ihr jemanden geschleppt habt. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.